Mein Name ist Alexej Wanzel und ich bin Schauspieler. Ich lebe seit über 23 Jahren in Deutschland und erlaube mir jetzt einen Kommentar bezüglich der vergangenen Wahl. Es gab schon viele Kommentare diesbezüglich. Es haben sich viele Menschen geäußert, die viel mehr von der Politik verstehen als ich, aber ich möchte Folgendes sagen. Ihr Lieben, wer glaubt, man könnte die Wahl beeinflussen, indem man die Parteien verbietet, die einem nicht passen? Wer glaubt, man soll die AfD verbieten? Wer glaubt, man soll vielleicht noch jüngere Kinder einladen, an der Wahl teilzunehmen? Oder Menschen, die noch nicht lange in Deutschland leben und noch nicht verstehen, was hier abgeht? Das nutzt nichts. Tut mir leid, ihr arbeitet jetzt am falschen Ende. Ihr versucht, die Ergebnisse, die Symptome von einer Krankheit zu beheben, ohne in die Tiefe reinzuschauen. Dieser Sieg von der AfD, der Wachstum von dem Rechtsradikalismus in Deutschland und in Europa, das ist nur ein Symptom. Und das ist ein Symptom von einer großen, tiefen, schweren Krankheit von unserer Gesellschaft. Und wir sollen nicht an diesen Symptomen rumfummeln, sondern verstehen, dass wir krank sind, dass unsere Gesellschaft von Grund an geändert werden soll. Und natürlich wird die AfD uns nicht helfen. Ebenso wenig wie die Verbote von der AfD und andere absurde Versuche, ein schweres, kompliziertes Problem ganz leicht zu lösen. In den 23 Jahren, die ich in Deutschland verbracht habe, wurde an der Bildung massiv gespart. Ich habe nur vom Sparen gehört. Sparen, sparen, sparen. Ich komme nicht von der Bildung. Ich arbeite in der Kultur. An der Kultur kann man sparen. Wir überleben schon. Und selbst wenn nicht, packen wir unsere Sachen und hauen ihr ab. Das tut uns nichts aus. Aber wer an der Bildung spart, spart an der Zukunft. Diesen Sparmaßnahmen haben wir die Tatsache zu verdanken, dass wir eine Generation von Vollidioten erzogen haben, die nicht lesen können, die von der Geschichte keine Ahnung haben, die die Faschisten wählen und sich dabei überhaupt nicht im Klaren sind, was gerade passiert. Wir brauchen noch 20 Jahre mindestens, um dieses Problem zu beheben, wenn wir jetzt beginnen, Bildung als höchste Priorität zu verstehen. Wenn wir jetzt schaffen, den Lehrerberuf zu einem Respektberuf zu machen, wenn wir es schaffen, dass Kinder gerne in die Schule gehen, dass Geschichte ein Lieblingsfach von 80 Millionen Menschen in diesem Land wird. Wenn sie begreifen, was das ist, wenn sie diese Geschichte nicht auswendig lernen, sondern fühlen, wenn nur die besten Menschen in diesem Land zugelassen werden, mit jungen Menschen zu arbeiten, wenn Leute darauf stolz werden, dass sie mit Kindern arbeiten dürfen, dass sie Lehrer sind, dann wird sich in 20 Jahren etwas verändern. Solange wir an den Symptomen rumfummeln und versuchen, die Menschen, die uns nicht passen, zu... Ich weiß nicht, was wir versuchen. Es ist nicht der Mensch, der das Problem darstellt. Es ist die Dummheit. Es ist die tiefe Dummheit, die wir jahrzehntelang erzogen haben. Wir sollen nicht die Menschen bekämpfen. Wir sollen die Dummheit bekämpfen. Und eine schnelle Lösung gibt es nicht. Vielen Dank.